Alter, eine Action hab ich. Ich war auf die Kawachi zu! Sie fährt auf mich zu! Hallo und herzlich willkommen wieder zu World of Warships mit Sven und mir, dem Hannes. Heute mal mit russischen Schiffen, ne? Sie. Russisch. Nee, aber so, die waren, sie war nicht russisch. Da. Da. Sie ist nicht russisch, das passt nicht. Nein, ja, muss man jetzt ein paar Erklärungen abgeben, ne? Ja. Was das hier also, soll. Was soll der Kack hier? Also, ja, wir haben jetzt ja die letzte Runde, haben wir jetzt die Nürnberg gespielt. Ja, und wir, also, das ist jeder, der den Kanal so ein bisschen mit verfolgt, wir spielen ja immer die Nürnberg. Und dann haben wir jetzt die Kaiser. Und dann spielen wir die New Mexico auf meiner Seite bei Sven Diffuso. Und wir haben gesagt, komm, wir gehen jetzt auch mal, oder wir wollen einen gemeinsamen Zerstörer einfach mal spielen. Und ich, oder wir finden irgendwie, dass die russischen Zerstörer eine große Herausforderung sind, weil einfach die Torpedos nicht so weit reichen, ja. Das muss man einfach mal so offen und ehrlich sagen. Und ja, man muss eigentlich noch ein bisschen detaillierter sein. Also, du hast ja eigentlich schon bei den Japanern relativ weit Zerstörer entwickelt. Ja. Ich aber halt nicht. Ich bin da auf Kreuzer gegangen. Und das Blöde ist, wenn du einen Zerstörer spielst und ich einen Kreuzer, das spielt sich doof. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen irgendwie beide mal mit Zerstörern fahren. Aber ich bräuchte ja viel zu lange, um jetzt bei den Japanern auf den gleichen Stand zu spielen, den du hast. Naja, also starten wir demnächst die ultimative Herausforderung. Absolut. Wir beide mit russischen Zerstörern und werden dann sehen, dass wir nur noch aufs Maul bekommen. Absolut. Deswegen jetzt aber auch hier die eine Runde mal so mit russischen Kreuzern, Stufe 2, weil... Ich finde das noch gar nicht mal schlimm. Ich sag mal, es gibt bestimmt viele, die sich noch gar nicht getraut haben, mal die Russen zu spielen, einfach schon wegen der Fakten, ja, die man so sieht. Ja, Sven, das kennst du ja nun schon. Ja. Torpedos direkt voraus! Ja, ich muss aber sagen, mir gefällt die Wendigkeit gleich mal wieder. Das ist was ganz anderes, ja. Ja, das stimmt. So, wo kommen die Schiffe? Ich wollte gerade die Fische sagen, aber die Fische sind hier wahrscheinlich überall. Wirf die Netze aus! Oh. Oh, noch nicht entdeckt. Wo ist denn der Zerstörer? Gibt's den hier? Den müsst ihr noch geben. Nassau. Nassau ist natürlich nicht so cool. Ich dreh ab. Dito. Oh, das ganz andere Kegel. Nassau brennt. Ja, ich sag mal, man schießt natürlich eigentlich auch nicht auf den Tank als erstes rauf. Nee. Aber da sind ja gerade nur diese. Wäre mal schön, wenn die nochmal brennen würde. Ja, aber das Gefühl, dadurch, dass man gezwungen ist hier näher ranzufahren. Jetzt sind die Kämpfe spannender. Ja, mehr Action. Hä, es müssen mehr Action irgendwie. Wo bist du überhaupt? Ich bin da hinten irgendwie. Muss halt ein paar Schüssen ausweichen. Weil ihr hattet halt relativ schnell natürlich eine Insel wieder vor der Nase, die hatte ich nicht. Da sich der Nebel ja auch so ein bisschen verzogen hat.
Aber es ist gut, dass sie überhaupt noch leben. Ja. Kapitäne ja. sind halt sehr erfahren. Wir. Aber muss es nochmal betonen, ja? Weil das jemand ja, sehr erfahren. Ja. Kann ich auch mal schwindeln, ne? Nein. Schießen einfach mal auf gut Luck hinter die Insel. Oh! Sogar getroffen. Mal das ist St. Louis, die wäre eigentlich ein viel interessanteres Ziel. Ja, ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Ich werde dann auch mal von der Brandmunition wechseln. Die Explosionsmunition, weil das macht sich dann doch schon auf der Entfernung bemerkbar. Boah, Alter, sind vier Schiffe, wenn die mich sehen. Na, also die sehen mich ja. Das ist doch so ungewohnt, die Flugkurve, die Geschosse. Eigentlich, weißt du, was eigentlich auch cool wäre, weil es ist hundertprozentig eine Herausforderung, mit RAM letztendlich einen Kill zu machen. Also, ja. Challenge accepted. Wieso brenne ich denn jetzt? Ich versuch's mal. Hat die keine Zitadelle? Ja, ich weiß auch nicht, ich baller auch schon wie ein Klopp da drauf. Verdammt! Irgendwer hat mein Ziel zerstört. Also, es könnte durchaus sein, dass ich einfach nur verbrenne. Ach, hier ist ja ein Zerstörungsdämmer. Schießen! Alter, eine Action, die ihr abgeht. Ich war auf die Kawachi zu! Sie fährt auf mich zu! Ich fährt auf mich auch zu, ey. Scheiße. Nein! Ich will nicht! Ich will noch nicht sterben! Verdammt! Nein! Nein! Oh, da hat sie mich noch rausgenommen. Ja. Oh Mann. Liegt so nah dran, dass ich hochfahren muss. Ja, warte, da bist du. Na, du hast ja noch Lebenspunkte. Sven, du kannst es noch schaffen. Nein, der scheiß Torpedo! Fuck! Hey, genau vorher die Maschine im Arsch gewesen. Och nö. Mann! Ja, aber volles Risiko sind wir da gegangen. Ja? Wir haben einen Haufen Treffer gelandet, aber ich glaube, wir haben jetzt durch unsere Scheiße hier den Gesamtsieg weggeschmissen. Achso, glaube ich nicht. Oh. Das ist das, sag ich doch. Vielleicht noch nicht, ja. Ja, wir haben so viel gemacht. Ich weiß leider nicht, was Kamikaze auf Russisch heißt. Aber es war sehr lustig auf alle Fälle. Wenn euch das auch gefallen hat und auch ein bisschen Spaß gemacht hat, lasst ein Abo da und... Oder nee, was heißt, lasst ein Abo da? Abonniert uns einfach und lasst ein Like da, so rum. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis denn.